Haustierradio. Der Heimtierreport. Präsentiert vom ZZF. Mit Olli Sachse. Intelligenzspielzeug für Hunde, das ist ein spannendes Thema und darum geht es heute und wir haben dazu am Telefon Sabrina Schwensen, das Product Management von Trixi. Hallo Frau Schwensen. Einen wunderschönen guten Tag. Frau Schwensen, Intelligenzspielzeug für Hunde, also den Hunden Intelligenz absprechen tut ja hoffentlich keiner, aber das ist jetzt nicht einfach nur ein Ball zum Werfen, oder? Nein, das ist genau richtig. Und zwar muss man da einmal kurz unterscheiden. Also es gibt halt eben einmal wirklich das Spiel für die Hunde, also sei es einfach nur, wir spielen mit dem Hund zusammen. Dafür können wir halt eben zur Hilfe einen Ball nehmen oder ein anderes Wurfspielzeug. Aber hier bei den Intelligenzspielzeugen geht es wirklich darum, dass die Hunde quasi arbeiten. Also das Spiel an sich, wie Sie gerade schon sagten, mit dem Ball, das ist ja halt eben wirklich, dass es da in erster Linie um Spiel, um Spaß geht. Ich habe immer gerne dieses Beispiel, im Englischen gibt es beide Namen. Es gibt Game und es gibt Play. Beides ist Spielen. Das Game ist aber mit Spielregeln quasi und das Play ist ja wirklich einfach, wie es einem gerade gelüstet. Und das ist sozusagen der Unterschied. Es gibt ja auch die automatischen Ballwurfmaschinen, wo ein Hund sogar selber den Ball rein legen kann und der Ball dann wieder losfliegt, das ist dann wahrscheinlich eine Art Zwitter, oder? Ja, wobei ich es in jeder Weise eher zu den Intelligenzspielzeugen zählen würde, weil es halt mehr Arbeit ist. Also es ist ja schon so, dass der Hund halt eben wirklich etwas nachgeht und das für ihn wirklich, er muss ja darüber nachdenken, wie kriegt er den Ball wieder da rein, wie holt er den Ball, das ist doch nochmal zu unterscheiden gegenüber einem normalen Spiel. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Was genau macht denn ein Intelligenzspielzeug für den Hund aus? Also eine Anleitung ist sicherlich dabei, aber die kann ja der Hund nicht lesen. Das muss ich ihm also beibringen, was zu tun ist? Das ist genau richtig. Also bei den Intelligenzspielzeugen würde ich in allererster Linie einfach auch empfehlen, es langsam anzugehen. Es geht nicht danach, wie schnell so ein Hund dieses Spiel halt eben absolviert oder wie schnell er es gelöst bekommt, sondern man sollte sich davon frei machen und es geht wirklich einfach darum, dass der Besitzer auch etwas mit dem Hund tut. Ganz wichtig ist hierbei, dass wenn wir halt eben dieses mit den Hunden tun, dass wir einfach auch die Bindung fördern. Natürlich möchten wir, wenn ich einmal kurz abschweifen darf, immer gerne, dass unsere Hunde toll erzogen sind und dass sie viele verschiedene Sachen machen können. Aber in erster Linie ist einfach auch die Bindung wichtig. Bevor man eigentlich den Hund erst richtig erziehen kann, muss die Bindung da sein. Und dafür sind auch solche Intelligenzspielzeuge förderlich. Also sprich, gerade da am Anfang gibt es zum Beispiel einen Snackball. Das ist wirklich ein Ball, da kommen ein paar Snacks rein und den kullert der Hund halt eben über den Fußboden und bekommt dann seine Leckerlis. Das ist so das Erste, was man eigentlich machen kann, um den Hund da einmal ranzuführen. Und im nächsten Schritt gibt es dann ganz viele verschiedene Spielzeuge. Da kann man zum Beispiel auch unterscheiden, man merkt relativ schnell, ob sein Hund eher mit der Nase dabei geht oder mit den Pfoten. Und so kann man auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade zum Beispiel wechseln. Also die Spiele sind oft so unterteilt, dass es verschiedene Levels gibt. Also wir haben zum Beispiel Level 1, 2 oder 3. 1 ist dann für die Beginner, 2 für die, die schon ein bisschen mehr können und 3 sozusagen für die Profis. Aber auch da, es ist wirklich nur eine Anleitung. Man muss sich daran nicht festbeißen, weil jeder Hund ist unterschiedlich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich ein Individuum und jeder Hund hat andere Lösungsansätze. Also es gibt nicht nur diese eine Anleitung, wie ein Hund es erlernen kann. Bleiben Sie dran. Nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Sie sprachen über den Futterball, den man so hin und her kullert und dann fällt immer was raus. Wir hatten einmal einen Dackel und einen Golden Retriever gleichzeitig. Der Dackel war so intelligent, der hat das Ding dann hin und her gekullert, dann fiel auch was raus. Und der Golden Retriever, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, war genauso doof intelligent. Mit dem Ball konnte er nichts anfangen, aber er ist dann dem Dackel hinterhergelaufen und hat das dann aufgefressen, was der übrig gelassen hat. Passt genau, das dann so, dass jeder Hund anders ist? Genau, richtig. Also da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, wer von beiden ist intelligenter? Also das kann man ja relativ sehen, weil natürlich der eine sich vielleicht gesagt hat, in dem Fall ihr Golden Retriever, nee, warum soll ich die Arbeit machen? Ich warte, bis der Dackel die Arbeit macht und kann mir dann die Leckerlis holen. Aber es ist halt eben genau, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also sprich, man sollte auch nicht gleich verzagen, wenn man vielleicht beim ersten Spiel noch nicht so ganz funktioniert. Und auch da, die Hunde sollen es ja nicht in der ersten Minute lernen. Also es gibt Hunde, die haben gewisse Spiele wirklich in 5 Minuten raus und manche brauchen aber ein halbes Jahr. Also das kann man einfach nicht verallgemeinern. Wichtig ist auch, selbst wenn der Hund dieses Spiel mal kann, legen Sie es einfach mal für einen Monat weg
und machen in der Zeit andere Spiele und holen das wieder raus, dann werden sie sehen, dass der Hund vielleicht wieder ganz anders dabei geht. Oder es kann auch helfen, wenn der Hund es nicht ganz so gut verstanden hat. Sowas vielleicht erstmal, ich sag mal, dazu weglegen, das Spiel, und es nochmal in einem Monat oder zwei Wochen versuchen. Auf einmal sagt der Hund vielleicht, ach ja, jetzt klappt's sofort. Ganz wichtig ist auch immer bei solchen Geschichten, hören Sie immer auf, wenn der Hund immer noch Spaß daran hat. Also der Hund sollte nicht entscheiden, ach, jetzt habe ich aber keine Lust mehr oder ich habe keinen Hunger mehr, sondern ich als Mensch sollte immer gucken, ah, der Hund hat gerade so viel Spaß daran, dann nehme ich ihm das quasi weg. Habe eigentlich meistens ein Ende-Kommando, das kann ein Ende sein, das kann Stopp sein, das kann vorbei sein. Dann höre ich auf mit dem Spiel, damit einfach die Motivation beim nächsten Mal gleich wieder recht hoch ist. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin ein fauler Mensch, das heißt, so unglaublich viel Intelligenzspielzeuge machen wir mit unseren Dackeln nicht, obwohl die ja prädestiniert dafür sind, aber ich glaube, wir haben sogar auch eins von Trixi, und zwar so mit verschiedenen Schubladen, hier muss er mal ziehen, da muss er draufdrücken und da sind dann Leckerlis drin. Das ist ja auf jeden Fall schon mal, denke ich mal, das Paradebeispiel für ein Intelligenzspielzeug, oder? Das ist richtig, so wie sich das anhört, ist es auch in der Tat schon ein etwas schwierigeres Spiel. Ja, aber wir haben vier Dackel, also zwei davon können es sehr gut, einer nicht ganz so und der vierte hat keine Lust. Ja, also da muss man einfach gucken, wie weit möchten Sie das halt eben auch mit Ihren Hunden machen. Also toll ist ja einfach, wenn zwei schon mal begeistert sind. So kann es manchmal auch sein, wenn einer nicht ganz so viel Lust daran hat, dass er auch beim Zusehen vielleicht denkt, ich könnte es ja doch mal ausprobieren. Oder halt einfach, dann würde ich so machen, mit dem Dackel, der vielleicht nicht so viel Lust hat, in einen separaten Raum gehen. Also dass man halt eben wirklich Zeit mit diesem einen Hund verbringt und das zusammen macht. Es kann ja auch sein, dass der Hund ein bisschen, dass er ein bisschen abgeschreckt ist davon, dass die anderen das machen, oder halt ein bisschen schüchterner ist und er sich gar nicht so sehr traut, wenn die anderen dabei sind. Ich nehme immer gerne die beiden Extreme, Dackel und Dogge. Also wenn ich dieses Intelligenzspielzeug jetzt eine Dogge geben würde, die wird das wahrscheinlich einmal einatmen, dann wäre das weg. Also man muss schon gucken, welches Spielzeug für welchen Hund, oder? Das ist richtig. Also es ist schon so, da kann man unterschiedliche Sachen sagen. Zum einen ist es ja, wenn Sie sagen Dackel und Dogge, natürlich ist in erster Linie, was jeder gleich im Kopf hat, ist eine unterschiedliche Größe. Dann gibt es halt eben ein paar Spiele, die bewusst für etwas kleinere Hunde konzipiert sind. Aber auch da sollte man sich manchmal nicht verleiten lassen. Also auch kleine Hunde können mit den normalen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Spielen auch ganz normal spielen. Beziehungsweise man muss halt immer einfach gucken, wie spielt der Hund damit. Ich sagte ja am Anfang, dass es halt gewisse Regeln gibt. Also sprich, es ist wirklich eine Art Arbeit, die ich hier mit dem Hund mache. Und da sollte ich schon auch gucken, dass mein Hund dieses Spiel so spielt, wie es gespielt werden soll. Sprich nicht, er nimmt sich einfach irgendwie das Spiel hoch und trägt es irgendwo hin oder er knabbert an irgendwelchen Geschichten. Also da ist auch der Besitzer dann wiederum gefragt, dem Hund auch mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also wenn ich einfach merke, dass ich einen Hund habe, der sehr motiviert ist, da habe ich dann auch den Vorteil, wenn der dann vielleicht mal in irgendwelche Kegel oder so reinbeißt, den darf ich dann auch mal sagen, nein, hör bitte auf damit, Schluss, aus, wie auch immer, je nachdem, was ich für ein Kommando habe. Weil natürlich in erster Linie das Spiel, es ist natürlich in den meisten Fällen Kunststoff und da sollte auch darauf geachtet werden, dass das Spiel natürlich einfach lange, dass man einfach lange was davon hat. Zum anderen Punkt ist es so, wo Sie das gerade sagen, es macht auch keinen Unterschied, ob wir junge oder alte Hunde haben. Also an sich müsste man einfach nur darauf achten, natürlich bei jungen Hunden immer langsam, vorsichtig anfangen, also dass man die Hunde einfach nicht überfordert und am Anfang nicht zu viel macht. Weil ansonsten kommen Sie nachher vielleicht in das Problem, der Hund ist nur ein halbes Jahr alt und er kennt alle Spiele und was sollen Sie dann machen? Also auch der Hund soll daran langsam geführt werden. Genauso toll ist es aber auch für alte Hunde. Also sprich, wenn sie vielleicht nicht mehr so gut rausgehen können, dass sie trotzdem immer noch was für den Kopf bekommen. Weil wenn man im Endeffekt normal draußen spazieren geht, dann ist es ja oft so, dass es wirklich die körperliche Auslastung ist. Bei den Intelligenzspielzeugen haben wir den Vorteil, dass wir den Hund vom Kopf her auslasten. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Und bei Intelligenzspielzeugen gilt ja wahrscheinlich auch diese Richtlinie, die eigentlich für alle Spielzeuge gilt, den Hund nicht damit alleine lassen, sondern es vernünftig wegpacken, damit er das nicht kaputt macht oder selber mit rumtüdelt, oder? Das ist sehr, sehr richtig. Gerade halt eben in dem Hinblick darauf, dass es einfach die Bindung fördert. Es wäre hier sehr schade, wenn man den Hund damit einfach alleine lässt, weil man hat genau das Problem, dass der Hund es eventuell kaputt macht, aber einfach auch, der Hund könnte frustriert werden, weil er es ja vielleicht auch noch nicht so gut lösen kann. Und der Hund merkt einfach, wenn ich es mit dem Menschen zusammen mache, der bringt mich quasi auf den Pfad, der zeigt mir, wie ich es machen soll und ich habe Spaß mit meinem Besitzer. Also da würde ich definitiv von abraten. Manchmal weiß ja auch ich längst nicht alles. Ich habe aber neulich mal gehört, es gibt für Hunde sogar eine Art Memory-Spiel. Das kann ich mir ja nun gar nicht vorstellen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, welches Spiel Sie meinen, aber wir haben zum Beispiel einen Memory-Trainer im Sortiment. Meinen Sie den eventuell? Das kann sein, ich habe es ja auch nur gehört. Aber ja, wie funktioniert denn Memory mit Hunden? Ja, und zwar, der heißt Memory Trainer. Ich kann Ihnen den gerne mal kurz erklären. Sie können sich das so vorstellen, dass Sie eine Art Auslöser haben, wo der Hund mit der Pfote oder halt eben mit der Nase raufgeht und dann ertönt ein Ton. Also sozusagen ein Belohnungston. Und am Anfang ist es wie beim Klickersystem. Der Hund geht halt eben auf den Auslöser, die Pfote oder wie gesagt die Nase. Er bekommt halt eben den Ton und daraufhin den Keks. Und später ist es so, dass es auch noch einen Futtercontainer bei diesem Artikel gibt. Und immer, wenn dieser Ton ertönt, gibt es wiederum Leckerlis aus diesem Futtercontainer. Und da kann man zum Beispiel dem Hund beibringen, dass er halt eben den Auslöser drückt und dann zum Container geht und sich die Kekse holt. Und hierbei muss man einfach sagen, man kann das Ganze, wenn nachher wirklich der Profi dann dabei ist, das Ganze in verschiedenen Räumen machen. Man hat hier eine Reichweite von 40 Metern. Und wenn einem das vielleicht auch immer noch nicht reicht, dann hat man solche Sachen dabei, wie dass man einen Saugnapf hat und es zum Beispiel an die Fensterscheibe macht und dann muss der Hund da mit der Nase rantupfen. Also gerade wenn ich einen Hund habe, der viel mit der Pfote macht, ist das für den nochmal eine komplett neue Herausforderung. Sie sind ja nun von der Firma Trixi, da gibt es ja sicherlich viele andere Beispiele für Intelligenzspielzeuge für Hunde. Können Sie uns da nochmal zwei, drei aus Ihrem Sortiment aufsagen? Also wir haben halt im Endeffekt diese typischen Intelligenzspielzeuge, die man kennt, die aus Kunststoff sind, die halt eben, wie soll ich sagen, manuell betrieben werden. Und so ein bisschen, wo ich auch sagen würde, wo der Trend hingeht, ist der Memory Trainer. Das heißt, man hat hier noch eine elektronische Komponente mit dabei, was ich Ihnen gerade erklärte. Und dann gibt es halt eben noch, so wie eingangs, wo wir sagten, für den Anfänger, dass man halt eben da solche Snackbälle hat oder verschiedene. Es muss ja nicht immer ein Ball sein, es können auch ganz komische Formen sein. Der springt dann zum Beispiel ein bisschen, aber wo man halt eben auch Kekse reintun kann und der Hund sich die dann halt quasi erarbeiten muss. Können Sie uns denn noch ein paar Worte zu Trixi sagen, falls der eine oder der andere das jetzt doch gar nicht kennt? Selbstverständlich. Wir Trixi sind ein Großhändler. Das bedeutet, dass wir unsere Waren nicht selber produzieren, aber dass wir halt eben von verschiedenen Zulieferern aus Deutschland, aus Europa oder auch aus Fernost unsere Ware bekommen. Es gibt uns jetzt seit über 40 Jahren und seit 2002 sind wir am Standort Tarp. Wir haben derzeit 360 Mitarbeiter, wobei wir halt eben auch verschiedene Außendienstmitarbeiter haben in Deutschland, Österreich oder zum Beispiel Frankreich und England. Und unser Sortiment umfasst ca. 6.500 Artikel, wo wir zum Beispiel Hundeartikel, Katzenartikel, Vogel, Kleintier, Fische und für Reptilien Artikel haben. Aber unser Schwerpunkt liegt halt eben auf Hund und Katze. Aber bei Trixi selber kann ich halt als Endverbraucher nicht bestellen. Das ist genau richtig. Also da wir ein reiner Großhändler sind, kann man als Endverbraucher nicht zu uns kommen. Da ist es dann besser, auf einen halt Zoofachhändler in der Nähe zurückzugreifen. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wenn ich jetzt bei schönem Wetter mit meinem Hund rausgehen kann und Gassi spielen kann, dann brauche ich ja eigentlich kein Intelligenzspielzeug mehr, oder? Das kommt drauf an. Also das kann man gut zusätzlich halt einfach nehmen, um den Hund halt eben vom Kopf her auszulassen. Gerade wenn ich sage, ich möchte meinen Spaziergang in erster Linie dafür nutzen, den Hund körperlich auszulassen. Also wie man sich das vorstellt, man hat einen netten Sonntagnachmittag, schönes Sommerwetter und geht mit dem Hund einfach nur schön spazieren. Dann hat er halt eben natürlich einfach auch mal Freizeit. Das ist für Hunde auch ganz, ganz wichtig. Aber den Vorteil, den ich natürlich habe, gerade wenn man daran denkt, wir sind im Winter, haben schlechtes Wetter, vielleicht möchte der Hund auch nicht mal so unbedingt vor die Tür gehen, dann habe ich den großen Vorteil, dass ich natürlich da in der Winterzeit ganz viel mit diesen Spielen machen kann und einfach auch meinen Hund auslasten kann. Also, ich glaube, wir haben jetzt viel gelernt, was geht, was nicht geht. Intelligenzspielzeug für Hunde. Sabrina Schwensen, Product Management von Trixi. Alle weiteren Infos gibt es auch dazu im Internet unter www.trixi-hinten.de. Frau Schwensen, vielen Dank für das schöne Interview. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das war der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Die gesamte Sendung gibt es bei uns wie immer auch zum Nachhören und Downloaden im Internet unter www.haustier-radio.de, dann in den Bereich Tierratgeber und Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Haustierradio, der Sender für alle Tierfreunde.